Warum ich heute hier aus meinem Schwimmteich euch entgegengeschwommen komme, das seht ihr gleich nach dem Intro. Da kriege ich Besuch von Aliens eines Tages. Sie werden fragen, was macht denn der da? Hallo zusammen, ich bin's wieder, Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mit dem Hans, auch von der Interessengemeinschaft Elektromobilität. Der ein oder andere kennt ihn schon aus den anderen Videos. Ich werde ihn mal hier oben verlinken. Wir hatten ja schon mal ein Interview in Trebin gemacht, aber vielleicht stellt sich einfach mal selber vor. Ja, also ich bin der Hans von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich habe heute den Steve eingeladen, hier bei mir zu Hause ein bisschen was zu drehen. Ich denke, ich kann auch ein bisschen was vorweisen. Wir leben ja Elektromobilität, natürlich, aber im Umfeld gibt es auch ein paar andere interessante Sachen, ökologische Sachen, energiesparende Sachen. Die wollen wir euch in diesem Video jetzt vorstellen. Genau, denn es wird uns ja immer, uns Elektroautofahrern immer vorgeworfen, ein Elektroauto ist nur so sauber wie der Strom, den es lädt, richtig? Und in diesem Zusammenhang hat der Hans hier auf seinem Grundstück eine Menge interessanter Sachen umgesetzt, aber auch darüber hinaus. Vielleicht fangen wir einfach mal an. Ich würde mal sagen, du hast ja da so wunderschöne Paneele auf dem Dach, die kann ich gerne auch einblenden, aber du hast so Solarthermie, richtig? Was darf ich mir darunter vorstellen? Die Sonne scheint herab, liefert Helligkeit und Wärme. Da können wir natürlich Strom draus machen, das nennt man Photovoltaik, oder wir können eben Solarthermie, also Wärme, daraus gewinnen. Solarthermische Anlagen können mehr Energie aus der Sonnenstrahlung nutzen. Und das war so bis 2009 sicherlich auch noch eine ernsthafte, gute Alternative. Da gab es beim Neubau auch noch eine Förderung dazu, so dass man sich im Grunde entscheiden konnte. Heute ist es vielleicht anders, aber damals war das so. Die Anlage steht, sie gefällt uns und sie hilft uns, mit Sonnenwärme viel Geld zu sparen und viel Spaß zu haben. Okay, und ich zeige sie ja gerade. Was darf ich mir vorstellen, worüber heute wird es nicht mehr gefördert? Bin jetzt nicht so sicher, bin jetzt auch nicht mehr in dem Thema drin, weil wenn es fertig gebaut ist, dann interessiert man sich nicht so. Also ich glaube, ich war noch ziemlich der Letzte, der noch einen Baukostenzuschuss damals bekommen hat von der BAFA. Damit hat sich die Anlage gerechnet und nur so sind wir zu der Solarthermie gekommen. Es ist eine sehr große Anlage, kann man nur machen, wenn man also neu baut, ist auch gleich im Dach integriert, sodass man also die Eindeckung mit Ziegeln spart. Also es ist jetzt nicht nur Mehrkosten, es hat auch tatsächlich auch am Dach einiges gespart. Die Anlage hat 45 Quadratmeter brutto. Das ist schon sehr, sehr viel. Da kann man deutlich über 20 Kilowatt Wärmeenergie nutzen, wenn die Sonne raufbrät. Aber eben auch in der Übergangszeit. Und da braucht man es ja. Nicht im Sommer, wenn es warm ist, sondern in der Übergangszeit. Da kann man dann nochmal 6 oder 8 Kilowatt Wärmeleistung nutzen. Die geht natürlich dann ins Haus, wird gesammelt mit einer anderen Technik, mit einem großen Wasserspeicher. Da können wir später vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Und wird dann über die Fußbodenheizung verteilt oder mit warmem Wasser. So können wir also unser Zuheizen deutlich verkleinern. Wir können mit der Sonnenenergie, mit der Anlage etwa bis Mitte November oder bis Ende November leben, sodass die Sonne uns ausreichend Energie bringt. Wir müssen natürlich das Haus auch heizen, aber es ist dann Sonnenwärme. Wir müssen nicht zuheizen. Wir haben also bei uns keine elektrische Wärmepumpe. Wir haben auch keinen Gasanschluss. Wir haben auch kein Öl. Natürlich nicht. Das wollten wir überhaupt nicht. Wir würden dann Holz hier aus der heimischen Region nachheizen, wenn die Sonne im Winter nicht genug Energie liefert. Okay. Und du hast ja gerade das Thema Fußbodenheizung oder Bodenheizung angesprochen. Die reicht ja, wie ich jetzt weiß, bis in deinen Pool.
der auch sehr besonders ist, denn du hast quasi aus dem Prinzip gewöhnlichen Pool hast du einen naturbelassenen Teich gemacht, richtig? Ja, also das war eben ein Wunsch. Damals habe ich mir Bücher geholt, gesundes Bauen, energiesparendes Haus bauen und bauen mit dem Architekten. Und da sind mir dann eben in der Buchhandlung eben auch zwei Bücher in die Hand gefallen. Schwimmteiche oder Badeteich, weiß nicht mehr genau, steht noch im Regal. Und schöne Bäder. So, und dann halt natürlich dann auch angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Der Schwimmteich, der sollte von Anfang an da sein. Und es stand dann die Frage im Raum, was macht man eigentlich im Sommer, wenn die Sonne brät oben auf das Dach? Wo geht die Wärme hin? So wie jetzt gerade auf unsere Schädel. Ja, wir kriegen jetzt mächtig Wärmestrahlung ab. Jeder spürt das auf der Stirnfläche. Und da oben ist das also nochmal unglaublich viel mehr. Und nun sind auch 7500 Liter Wasser irgendwann heiß. Und wenn die Sonne weiß erscheint, werden die kochen. Das kann also so nicht sein. Also muss man die Wärme irgendwie wieder loswerden. Entweder deckt man die Paneele ab, das wollte man nicht, oder man wird die Wärme los. Und der Architekt hatte damals vorgeschlagen, dass man dann eine Umlaufpumpe laufen lässt, die das heiße Wasser aus dem Kessel dann nachts durchstrahlt, also durchspült durch die Anlage und dann strahlt das sozusagen als Wärmestrahlung gegen den Himmel. Das fand ich irgendwie doof, weil ich habe gesagt, da kriege ich Besuch von Aliens eines Tages. Sie werden fragen, was macht denn der da? Weil sie mit der Wärmebildkamera und landen bei mir. Weil das ist ja so ungewöhnlich. Also eine Gesellschaft, die so viel Energie hat, dass sie nachts den Himmel anstrahlen kann. Das muss der Präsident sein. Die müssen einfach unglaublich fortgeschritten sein. Und sie würden uns sicherlich dann mal besuchen. Nee, also Spaß beiseite. Das fand ich also wirklich doof. Und da habe ich gesagt, ich habe doch da einen Teich, kann man den nicht wärmen. Natürlich, klar, wenn man das Haus plant, macht man Wärmetauscher mehr in diesen großen Speichereien und nimmt die Wärme, entwärmt den sozusagen und nimmt das große Wasserreservoir und wärmt das im Sommer ein bisschen auf. Es ist wirklich unwesentlich, was hier an Wärme, an Temperaturanstieg entsteht. Aber die Anlage wird gekühlt, das war es eigentlich. Aber es ist eine Win-Win-Situation. Also der Teich ist ja, also ist einerseits ein naturbelassener Teich, es ist auch gleichzeitig ein Schwimmteich. Das heißt, also du nutzt ihn auch zum Baden. Ja. Er wird ein wenig gewärmt und die Anlage wird gleichzeitig gekühlt. Ist doch eigentlich genial, ist eine Win-Win-Situation. Das viel Interessantere daran, neben der eigenen Abkühlung, ist aber, dass du hier auch unter anderem durch diesen Schwimmteich so ein kleines Biotop geschaffen hast, richtig? Also wo sich sogar Frösche aus der Umgebung angesiedelt haben und auch diverse andere Kleintiere. Ja, also jeder, der es kennt, ein naturbelassenes Gewässer oder so weit natürlich, wie es geht, zieht irgendwann also alles Leben an aus der Umgebung. Und es ist tatsächlich naturbelassen. Man macht eine Pumpe rein, sorgt dafür, dass genug Sauerstoff reinkommt, schöpft mal ein bisschen die Algen ab und das war's eigentlich schon. Da ist wirklich weniger dann mehr. Drin baden kann man jederzeit, wo hast du es gemerkt? Ja. Du nimmst das Wasser in die Hand. Du riechst dran, du riechst nichts. Das ist einfach, es ist nicht wie Havel oder wenn man es anderes kein Badegewässer kein hat. Verdrecktes oder kein stehendes Gewässer, sondern es ist wirklich einfach sauber. Die Natur reinigt es von ganz alleine im Prinzip. Das geht mit relativ einfachen Mitteln. Also wir haben wesentlich weniger Aufwand als unsere Freunde, die einen blauen Pool haben, die da jedes Krümelchen raussaugen müssen. Das ist hier überhaupt kein Thema. Wir lassen das einfach so, wie es ist. Unser Gewinn durch die Solarthermieanlage liegt allerdings gar nicht im Sommer. Da ist alles warm genug. Da brauchen wir die Zusatzwärme nicht, sondern wir können die Badesaison verlängern. Und das ist eigentlich der Hauptnutzen. Im Sommer, wie gesagt, bräuchten wir es nicht. Im Winter steht es nicht zur Verfügung, aber Frühjahr und Herbst. Und darin sehen wir hauptsächlich den Gewinn. Du hast nun ein großes Grundstück und hast nun einige Freiflächen gehabt. Und die zeige ich gerne mal. Da hast du ja auch so eine, im Prinzip, Balkonmodule. Die sind ein bisschen größer als die Julian letztes Mal vorgestellt haben. Das sind so richtige Balkonmodule, die man halt wirklich fest montieren würde. Aber die hast du quasi im Garten verteilt, unter anderem. Ne? Ja. Wie viel Photovoltaik hast du jetzt hier in Summe, wenn wir das so in Kilowatt sagen? Also es sind 7500 Watt Peak, wenn es optimal läuft, also die Nennleistung der Module. Wir haben mit den Balkonmodulen speisen wir hauptsächlich die Pumpen hier im Teich. Was heißt hauptsächlich? Wir speisen die Pumpen im Teich. Die müssen ja immer laufen.
Und die haben dann einen Grundbedarf, wenn ich alles zusammenzähle, zusammen mit dem Haus und der Lüftungsanlage von 400, 500 Watt, die ständig laufen. Das heißt, das war unsere Grundversorgung, das war der Gedanke, die Module so hinzustellen, dass sie nach Möglichkeit diesen Grundbedarf decken. Also sind da ein bisschen überdimensioniert, die haben jetzt, glaube ich, 700 oder um die 1000 Watt. Du hast ja noch mehr Photovoltaikmodule, unter anderem auf deiner Garage, die ihr nach hinten verlängert habt. Und da habt ihr einen kleinen Weingarten und ein paar Erdbeeren angebaut, die so ein bisschen im Halbschatten liegen. Ja. Da war euer Gedanke, so wenn ihr das jetzt da dazu baut, wachsen die noch richtig? Kannst du dazu was sagen? Ja, genau. Also die Flächen, die man hat auf den Dächern, sind irgendwann voll. Die große Solarthermieanlage und der Wintergarten, da geht nach Süden nichts mehr. Die Garage war vorne belegt, da haben wir gesagt, lass uns doch mal ein Experiment machen. Ich habe vom Bodensee ein Experiment gelesen, wo ein Bauer in 5,50 Meter Höhe Solarpaneele als Forschungsobjekt über seinen Acker hatte und hat darunter weiter seine Ernte eingefahren. Da haben wir gesagt, na gut, dann muss das hier auch gehen. Also wir werden das mal ausprobieren, hinter der Garage nochmal 6 Meter verlängern. Da haben wir dann nochmal 3000 Watt Module oben drüber und darunter wächst der Wein. Da wachsen die Erdbeeren. Wir haben gesagt, wenn Wein und Erdbeeren, die ja als sonnenhungrig gelten, wenn die da drunter optimal oder wenn die da wachsen, dann können wir die Anlage, diese Fläche doppelt nutzen. Oben Sonnenstrom ernten und unten Wein, Erdbeeren und was auch immer noch, Zwiebelgewächse, die da wachsen. Und was soll ich sagen jetzt nach 2 Jahren? Es funktioniert einwandfrei. Wir haben sogar den Eindruck, dass darunter das Klima ein bisschen bekömmlicher ist, das können wir nicht messen, ist nur ein Eindruck, ein bisschen feuchter der Boden. Auf jeden Fall, was wir sagen können, ist, dass der Wein, der da hinten angebaut wird, zur selben Zeit reif wird, wie der, der hier in der knalle Sonne steht. Dass die Erdbeeren, die da stehen, zur selben Zeit reif werden, wie die Erdbeeren, die sonst in der vollen Sonne stehen. Das heißt, echter Win-Win. Das Gelände, Baugrundstück, doppelt genutzt, fertig. Also wir sind bestens zufrieden. Oder? Also ein Traum, den wir noch nicht realisieren konnten. Wir sind jetzt erstmal genügend ausgestattet im Moment. Wir merken es auch. Schon eine Steve, ganze, dein Auto, das lädt da vorne. Lädt die ganze vor Zeit. Sich hin. Also heißt, wir haben immer noch Überschuss von der Photovoltaik. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich habe zum Hans gesagt, mein Auto ist doch dreiviertel voll. Ich brauch's doch gar nicht. Ja? Da sagt er, was soll denn das? Die Sonne brennt doch sowieso nieder, da laden wir es doch in dein Auto rein, bevor du die lächerliche Einspeisevergütung bekommst. Ne? Und da kommen wir jetzt, das ist nämlich die Überleitung zu unserem nächsten Thema. Die größte Frage, die sich ja immer stellt, ist, lohnt sich denn Photovoltaik? So, und jetzt hast du vorhin was zu mir gesagt, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen. Der Hans sagte, im Prinzip, man kann sich sicherlich das schön oder schlecht rechnen, man kann sich streiten, ob sich alleine ein E-Auto lohnt. Oder ob sich das rechnet im Vergleich zu einem Verbrenner. Man kann sich auch sicherlich streiten, ob sich alleine Photovoltaik lohnt oder rechnet. Ne? Aber wenn beides zusammenkommt, dann ist es so oder so, also dann rechnet sich das auf jeden Fall. Vielleicht kannst du das mal anhand deines Beispiels so ein bisschen ausführen. Wie du schon gesagt hast, manche bauen eine Photovoltaikanlage, sagen, es rechnet sich, bei anderen rechnet es sich nicht. Da mögen die örtlichen Umstände sicher eine Rolle spielen. Die Frage ist auch, wie viel kann ich mit Eigenleistung sparen? Also da will ich niemanden sein Rechnungsergebnis in Abrede stellen. Also für den einen lohnt es sich, für den anderen lohnt es sich nicht. Genauso ist es beim E-Auto auch. Mag der eine sagen, finanziell lohnt sich nicht. Bitte jeder seins, ich gehe davon aus, die Leute können rechnen und wenn sie rechnen, dass sie dann auch richtig rechnen. Aber eins ist klar, wenn ich Photovoltaik auf dem Grundstück habe und ein E-Auto zusammen, da lasse ich nichts von ab, dann ist es auf jeden Fall Win, 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 Win. Weil ich kann jetzt den Strom, den ich sonst ja quasi verschenke an den Stromnetzbetreiber hier, den kann ich in meinem Auto bunkern. Was ich sonst, je nachdem, wie teuer eben der Strom zu Hause ist. Ganz kurz, quasi verschenken, damit meinst du was? 12,5 Cent Einspeisevergütung, was man aktuell bekommt. Ja. Die war ja früher mal höher, aber aktuell sind es 12,5 Cent bei dir, oder? Im Grunde bestrafen sie sich damit und sagen, naja, ich bin gnädig, ich nehme dir den Strom noch ab. Aber richtig Spaß macht es natürlich niemandem. Und man kann auch so eine Anlage kann man betreiben. Ich sagte es schon, rechnet sich nicht. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ich mein Auto ja zu Hause sonst aufladen würde, ohne eine
Photovoltaikanlage mit dem haushaltsüblichen Strom, je nachdem Tagstrom, Nachtstrom, irgendwo zwischen 20 und 30 Cent pro Kilowattstunde, dann kann ich es jetzt mit dem Strom von meiner Photovoltaikanlage machen. Ich verzichte dann in dem Moment auf 12,3 Cent pro Kilowattstunde. Die landen aber, zu dem Preis landet die Kilowattstunde jetzt also in meinem Auto. Sprich, ich fahre nochmal zur Hälfte oder nur 40% der Kosten, die ich sonst hätte. Das sollte man nämlich auch immer berücksichtigen. Jetzt könnte man natürlich auch da eine TCO-Rechnung aufmachen und müsste sagen, was würde diese Photovoltaik kosten. Aber dazu werden ja vom Julian auch nochmal ein paar Videos kommen, denn diese Balkonkraftwerke, die sind gar nicht so teuer. Richtig? Also die einzelnen, wenn man die Stück für Stück sich dazu kauft und immer Stück für Stück, man muss ja nicht für alles immer einen Kredit aufnehmen und gleich hier, gleich den ganzen Garten oder das ganze Dach zu bomben, sondern man kann es ja nach und nach bauen. Und auch bei euch, das sieht jetzt natürlich imposant aus, aber das ist ja nicht alles mit einmal entstanden, sondern es ist genau. Ja nach und nach ganz gewachsen. Genau. Also wir haben bei den ersten beiden Balkonmodulen, die wir hatten, haben wir dann auch tatsächlich Sonderangebote genutzt. Das heißt, irgendjemand hatte bestellt, zwei waren übrig und da hat man natürlich preiswerter bekommen. Also es wird immer mit dem normalen Einkaufspreis gerechnet und wenn man aber günstig einkauft, günstig montiert, dann geht die Rechnung ja noch viel besser zu Eigengunsten aus. Also auf solche Schnäppchen, will ich mal sagen, kann man ja auch mal setzen, wenn man grundsätzlich bereit ist. In diesem Zusammenhang möchte ich sagen, wir bekommen kein Geld dafür, aber die Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg ist auch in diesem Bereich sehr gut vernetzt. Und wenn ihr im Bereich Berlin-Brandenburg lebt und euch dafür interessiert, dann schreibt uns gerne einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Infobox. Ansonsten schreibt uns einfach eine E-Mail und fragt einfach nach. Wir helfen gerne, wir bringen gerne die Akteure zusammen, dass auch ihr vielleicht, wenn ihr Interesse habt, solche Sachen relativ günstig rankommen könnt. Man kennt sich untereinander, man hilft sich gegenseitig. Das ist ja das, was eine Interessengemeinschaft ausmacht. Ich bin heute zum ersten Mal bei Hans, obwohl wir uns jetzt schon gut 1,5 Jahre kennen, oder? Ja, ich denke. Ja, kommt ungefähr hin. Ich bin wirklich maßlos beeindruckt von deinem naturbelassenen Teich, von den Photovoltaik-Modulen, von der Solarthermie. Und eigentlich war unser Plan ein ganz anderer, was ganz anderes zu drehen. Aber ich war so beeindruckt davon, dass ich euch das einfach mal gezeigt haben wollte. Für den einen mag das vielleicht völlig normal sein und Alltagssituation. Für den anderen ist es aber vielleicht ein neuer Denkanreiz, und zu sagen, hey, ich möchte gerne einen Pool haben, ich möchte gerne ab und zu drinnen schwimmen, aber was macht denn diesen Pool jetzt schlechter als einen Badesee, an den ich sowieso 5-mal im Jahr fahre? Nichts. Also warum muss ich zu Hause einen mit Chlor vollgepumpten Pool haben? Um Gottes Willen. Ne? Also das kann ja jeder sein, ja. Also kann ja jeder seine Meinung haben, aber man hat eben die Möglichkeit, auch so wieder etwas der Natur zuträglich zu machen, also etwas beizutragen. Ein wirkliches Stückchen Natur hierher zu holen. Wir haben oft Besuch von Familien mit den Kindern. Wir haben ja selber Enkelkinder und ich kann nur sagen, der Gewinn für diese jungen Leute, für diese Kinder, für diese Schüler ist unglaublich. Also hier haben schon fast ein Dutzend Kinder schwimmen gelernt. Ich wollte es gerade sagen. Frösche fangen. Meine Tochter hat vorhin, macht ja gerade ihre Schwimmübungen. Die ist vorhin auch hier rein. Die ist noch dabei, die hat eine Menge Wasser geschluckt. Ne? Ja. Das ist aber nicht so wild, weil viel schlimmer wäre es, wenn sie so ein geklortes Wasser geschluckt hätte. Da ist es natürlich völlig in Ordnung, wenn sie da mal kurz einen Schluck nimmt oder sowas. Ne? Das ist halt Natur. Die Summe macht es nachher aus. Und die Summe, das ist auch hier die Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg, ist auch die Summe ihrer Mitglieder oder mehr als die Summe ihrer Mitglieder. Der Steve und der Julian und so weiter, jeder hat so seine Gedanken. Also ich kann nur auch mal auffordern, tatsächlich diesen Kanal zu abonnieren und auch Glöckchen mal anzuklicken. Es kostet nichts, aber ihr werdet die ganz verschiedenen Themen, die wir hier beackern, dann nicht verpassen. Und zwar werdet ihr auch als Erster bekommen und ihr könnt Kontakt zu uns aufnehmen. Also ich mache jetzt mal ein bisschen ganz kurz Eigenwerbung. Wir, die Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg, um die 150 Mitglieder, ist eine lose Truppe, aber da gibt es natürlich auch einen Kern, ist klar. Und ich sage manchmal anderen, wenn ihr uns ansprecht als Interessent für Elektromobilität, dann kriegt ihr jede Information, ihr kriegt jeden Kontakt. Am Ende habt ihr eine Lösung und ihr müsst nur noch machen. Also das sozusagen meine Aufforderung, bleibt auf dem Kanal,
abonniert ihren. Und wir haben auch manchmal so Themen wie heute, die die Elektromobilität vom Rande her einfach noch ein bisschen spannender machen, noch ein bisschen attraktiver machen und den Leuten noch mehr Grinsen ins Gesicht zaubern. Genau, das war ein wunderschönes Schlusswort. Hans, Dankeschön. Ich habe in einem letzten Video gesagt, wir sind so ungefähr 70 Mitglieder, du sagst jetzt 150 Mitglieder. Man muss immer noch unterscheiden zwischen aktiven und passiven. Ja, ne? Ja. Wenn auch ihr dabei sein wollt, könnt ihr uns auch gerne anschreiben einfach. Es wird kein Mitgliedsbeitrag oder sowas fällig, sondern wir sind eine ganz lose Truppe. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank Hans für diese wunderschöne Einladung, für das Baden, für das Grillen, für das Rumführen. Und ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.